Ich bin ein hässlicher Vogel. Jawohl, ja, KSC Beats begrüßt uns zur Folge 99 mit MS74 und meiner Wenigkeit. Master Merchant ist der Name, Let's Play Minecraft heißt das Projekt. Folge 599, alter Falter. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit dem MS hier gesessen habe und die Folge 500 mühsam zusammengeschnippelt habe. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Das war eine schöne Zeit. Ja, weißt du noch damals? Weißt du was? Du kriegst jetzt ein Special aufgebrummt. Das ist die 599. Und weißt du, was du als erstes machst? Sterben. Okay. Ich sterbe. Woo. Das war toll. Ja, ich gönne das dem MS aber auch, dass er mich jetzt gerade sterben lässt, weil er ist ja jetzt mittlerweile aufgestiegen. Ja. Ich habe ihn heute nochmal befördert. In der letzten Aufnahme ist er ja aufgestiegen von der Nullbitzer Flasche, wo er sich schon gefreut hat. Genau. Und heute ist er aufgestiegen zum kackhässlichen Vogel. Ich bin ein hässlicher Vogel. Richtig. Das ist doch mal ein Traum. Jawohl, ja. Das war auf jeden Fall schon mal ein Mini-Special. Ich glaube nicht, dass wir zur Folge 600 ein riesiges Special fahren werden, weil das bringt nichts. Ich hatte ja angekündigt, dass wir in Richtung Folge 1000 ein etwas dickeres Special machen. Deine Meinung, Fragen, Anregungen, Kritiken oder Wünsche ab in die Comments, da richten wir uns nach. Genau. Ja, und während der MS hier so schön vor mir steht, wird er jetzt einmal kurz sterben. Okay, kann ich mitleben. Und da kommt er wieder. Mit einem Schwert in der Hand. Hi. Na, möchtest du einen Schwertkampf ausfechten? Nein, ich möchte keinen Schwertkampf ausfechten. Nein, du möchtest mich wieder fisten. Jede Wette. Geh weg. Nein, ich will dich nicht fisten. Wirklich nicht. Ich hau dich mit dem Spinnenauge. Ich hau dir das Spinnenauge. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab ein Pflastertransportrohr. Okay, ich hab Spinnenseide. Oh nein, oh nein. Geh bloß weg. Pass auf, mein Freund. Jetzt hau ich dir den Rucksack um die Ohren. So. Oh nein, 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 nein. Ich hau dich mit Fleisch. Ich schlag dich mit dem Brot. Machen wir ein Sandwich draus. Komm her. Ich hau dich mit der Fleischpeitsche. Bäh. Geh weg. Okay. Fackel an Kopf. Ist jetzt gut. Ja, jetzt ist gut. So, zur Folge 599. Wir werden einfach durchweg aufnehmen, um die 600 gleich mitzunehmen. Haben wir natürlich dennoch ein paar Änderungen in unserem kleinen, hübschen Projekt. Es sind Mods verschwunden. Das Echo ist leider immer noch drin. Das ist die Echo-Mod. Nein, es sind tatsächlich Mods verschwunden. Wir haben Mods entfernt. Und zwar haben wir entfernt Mo Creatures. Ich weiß, das ist vielleicht für manche nicht zu verstehen, warum. Das war das so schön und so. Das stimmt. Es war nicht schlecht. Es hat Leben reingebracht in die Hütte. Aber erstens können wir Leben nicht leiden. Was? Zweitens ist es eben so, dass Mo Creatures wahnsinnig fehlerbehaftet ist und extrem in die Minecraft-Spawning-Technologie eingreift und somit einiges verhindert, was wir eigentlich im Normalfall ganz normal machen könnten. Ja? Also sprich auch die Monster-Spawnings und so weiter, wie zum Beispiel Tintenfische. Die hatten wir ja zum Beispiel gar nicht. Fast Mo Creatures oder so gut wie überhaupt nicht. Genau. Jetzt mittlerweile haben wir hier gleich schon wieder zwei. Ja? Ebenso haben wir entfernt Food Plus. Food Plus ist an sich nicht schlecht, aber wir haben uns ja hier nicht darauf geeinigt, kulinarische Meisterwerke zu machen, sondern wir haben uns darauf geeinigt, Minecraft zu zocken. Du wolltest kein Meisterkoch werden. Gib's einfach zu. Ja, für sowas habe ich nämlich jemanden, der kochen kann, weißt du? Ja. Na, du nicht. Wer weiß? Nein, du nicht. Du kannst es nicht. Nein, nein, du kannst es nicht. Gut, zur Bauplanung oder allgemein zur Planung in den nächsten Folgen. Wir werden dieses wunderbare Lagerhaus hier deutlich, deutlich modernisieren und aufhübschen. Das ist ein Designvorschlag vom MS74, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich Bretthäuser nicht so sehr mag. Genau. Und dass das schon ein bisschen hübscher aussehen sollte. Das fand er natürlich nicht so prall. Er hat ja gesagt, hey, die Funktion zählt. Nein, nein, das
Auge sollte ja auch was zum Gucken haben. Und richtig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist einfach zu eintönig. Richtig. Weil wir haben hier ein Bretthaus, da ein Bretthaus, am Strand ist ein Bretthaus und das Einzige, was kein Bretthaus ist, ist der Tempel und den haben wir nicht selber gebaut. Aber ich mag Bretter. Ja, dann ruft ihr doch den Mr. Genauso. Und am meisten mag ich das Brett vor meinem Kopf. Ja, das ist auch ein relativ großes, das ist ja fast schon eine Diele. Das ist schon ein ganzer Baum. Ja, definitiv. So, wir haben hier in dem Bereich, hier unten, haben wir ja schon mal ein Räumchen hingezimmert. Ja. Was ich schon mal ganz gut fand, hier in dem U-Bahn-Schacht. Da werden wir uns noch weiter reingraben, weil wir noch Marmor brauchen. Und im Canyon bzw. Chaparral-Biom finden wir sowas. Ja, das wollte ich jetzt mal loswerden. Irgendwo. 1, 2, 3, 4. Genau. Und dann hier nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir sind sehr KST-Beat-lastig, fällt mir gerade auf. Noch nicht ganz. Achso. Sondern? Warte, das kann ich dir sagen. Aha. So, mal mit. Es ist furchtbar. Ja. Es ist sehr furchtbar. Oh ja. Ja. Karibik Drama, glaube ich, heißt der Track. Okay. Hier ist dann der Bereich, in dem wir die U-Bahn reinzimmern werden. Und auf diesen Dingen werden wir mal nach Marmor suchen. Ich hoffe, dass hier was drin ist. Garantieren kann ich das natürlich nicht. Während der MS da fleißig schon mal am Haus doktert. Das Ding muss im Übrigen auch um 3 Blöcke erweitert werden, hat er mir erzählt. Dann ja. Sollte man das vielleicht in Angriff nehmen, während ich hier fleißig Ressourcen suche. Was möchtest du denn als ersten unteren Block haben? Weil dann kann ich mich gleich schon mit der Verschönerung anfangen. Na, einen schönen, hübschen Sockel oder so. Irgendwas Hübsches. Willst du Cleanstone? Willst du... Na, Ziegel würde ich jetzt nicht nehmen, weil die sind ja schon im Haus. Willst du Pflasterstein? Lass uns Pflasterstein vom Weg um das Haus drumherum legen. Dann sieht das Haus aus, als wäre es aus dem Weg gewachsen. Geh du mir aus dem Weg. Ich bin dir aus dem Weg. Stimmt, du bist gar nicht hier, ja? Richtig. Wo bist du? Weg. Weggezaubert? Ja. Ich werde dich nie wiedersehen. Ja. Jetzt, ich... Gott, ich bin so glücklich. Es hat noch nie jemand so was Schönes zu dir gesagt, ne? Oh Gott. Ich mache jetzt hier eine Riesenparty. Okay. Aber ich habe die Mucke, mein Freund. Ich lade alle meine Freunde ein. Es sind schon alle im Haus. Ja. Also ich alleine. Also es ist niemand da. Genau. Ja, das kann ich mir vorstellen. 1, 2, 3, 4, 5. Fupp, fupp, fupp. 1, 3, 4, 5. Und er zieht immer schön die Nase hoch. Ich hoffe, dass er einen richtig dicken Schnupfen hat. Nein, das ist, meine Nase kribbelt halt. Yeah, yeah. Das ist Schnee von gestern, hm? Nein, absolut nicht. Dann hätten wir jetzt auch ein gemeinschaftliches Problem miteinander, wir zwei. Das tue ich nicht, wie du weißt. Ich weiß. Gut, dann anderes Thema. Ja, anderes Thema. Thema Schottland. Ich habe vorhin durch meine bessere Hälfte wieder was gelesen, wo ich eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Ich weiß nicht, wie krank die Menschen sind. Ich meine, die Welt ist wirklich verrückt, die Welt ist krank, das wissen wir alle, aber so krank? Was ist denn passiert? Ja, weiß nicht. Klär uns auf. Oh Gott. Ich soll dich aufklären? Bitte nicht. Nicht in dem Sinn. Du bist ganz schön pervers veranlagt. Ich weiß nicht, hast du nie die Bravo gelesen? Oh, Schleichwerbung. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Was soll ich denn jetzt tun? Achso, ja, genau. Ja. Naja, wie auch immer, in Schottland ist eine Frau zum Arzt gegangen. Kommt eine Frau beim Arzt, ne? Und hat über schwere Probleme geklagt. Ja, ihr würde alles wehtun, Zitteranfälle, bla bla bla. Ja, und sie hätte Schmerzen ohne Ende und sie wüsste gar nicht mehr ein noch aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann hat sich rausgestellt, nach einer kompletten Ganzkörperuntersuchung und einem dicken, riesigen Computerscreening, da steckte was in ihr. Oha. Ja. Und was? Und zwar ein kleines, hübsches Spielzeug, was sie vor 10 Jahren reingehauen hat. Wir reden vom gleichen Spielzeug. Ja, wir reden von dem Spielzeug. Wir reden von einem batteriebetriebenen Spielzeug. Ja. 10 Jahre. Ja, das hat sie dann einfach schlichtweg vergessen, wieder rauszunehmen. Waren irgendwann die Batterien alle, oder? Wahrscheinlich. Die Begründung war dann wohl, sie war vor 10 Jahren offensichtlich betrunken. Als sie die Gespielin eines Mannes war. Oder einer Frau, man weiß es nicht. Alles klar. Frauen sind schon echt ein Phänomen für sich. Ich würde mit dieser Aussage vorsichtig sein. Ich weiß zufällig, dass im Hintergrund bei dir eine sitzt. Moment. Ich habe keine negative Aussage gemacht. Ich habe nur gesagt, dass es ein Phänomen für sich selbst ist. Das ist richtig. Also nichts Böses. Naja, das ist Auslegungssache. Stimmt. Ich hätte gern gewusst, ob wir hier hinten tatsächlich, wo ich mich jetzt hingrabe, wir haben ja doch schon einen ziemlich langen Weg gegraben hier, ob wir da nicht wirklich was finden. Wenn es dann bringen die mit, ne? Ach, wo denkst du denn hin? Ich bring doch keine Diamanten mit, wer braucht denn sowas? Weil ich benutze jetzt mal ein paar. Nein! Doch. Nein! Ja? Nein! Ich hab jetzt einfach mal 6 Stück rausgenommen, so dreist wie ich. Das nimmst du dir raus, oder was? Das nehme ich mir raus, ja. Das ist ja schon. Das ist ja schon schwerer Tobak. Tja. Du bist nicht hier, dann kann ich machen, was ich will. Dir ist klar, dass ich dich auch jederzeit zu mir teleportieren kann, um dich unter Kontrolle zu haben. Ja, aber warum solltest du? Weil es mir Spaß macht. Achso. Einfach nur, um dich zu ärgern? Nee, du willst doch, dass ich hier kreativ arbeite, oder? Das stimmt. 1, 2, ja, dann 3, musst du mich auch lassen. 5, 6. Ich lass dich doch. Nee, ich lass dich doch. Ich lass dich doch. Ja, wir haben im Übrigen heute noch in einer Testwelt ausprobiert, wie es sich verhält mit Upgrades von Barrels. Und mein lieber Herr Gesangsschwanzverein, das ist heftig. Ja. Also wir können hier schon brachial Barrels verstärken. Ja. Stimmt. Das ist mächtig. 4, 5, 6. Immer schön ans Licht denken. 1, 2, 3. Das ist Seiten angeschlossen. Die Kiste kommt weg. Oh, Kupfer, na, wer hätte das gedacht? Zip, zurück. Ich finde das lustig. Ich hacke mich hier unten durch einen U-Bahn-Tunnel-Vorbau. Ein Vorbau gesagt. Ja. Du bist witzig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist wie der Clownfisch. Hey, ein Clownfisch, du bist lustig. Erzähl uns einen Witz. Komm, mein Arzt. Was? Herr Doktor, alle ignorieren mich. Ich hab doch gesagt, der Nächste, bitte. Der war nicht so gut. Ja, ist genauso schlecht, wie kommt ein Pferd in die Kneipe, sagt der Wirt, ey, warum so ein langes Gesicht? Ja, der ist auch schlecht. Richtig. Ich dir zustimmen. Ich hab nie gesagt, dass ich gute Witze reißen könnte. Naja. Nicht mal so. Naja, so hin und wieder habe auch ich mal eine spontane Eingebung. Auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Körnchen. Du hast noch nie eins gefunden. Immer nur die man trinken kann. Die Milchkörner, weißt du? 2, 3, 4, 5, 6. Ja,
Der Emmis hat sich im Übrigen heute so finster gefreut, als ich sagte, verdammt, ich habe Spätdienst.